Hallo, liebe Leute da draußen. Ich bin's wieder, euer Dave. Und heute machen wir den schönen Teil 3 vom Skull. Und dann wird der auch langsam mal fertig. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock mit euch, den jetzt hier zu machen. Und freue mich auf jeden Fall, dass ihr euch das schön reinzieht. Heute habe ich auf jeden Fall wieder sehr viel Bullshit gelabert. Also freut euch schon mal da drauf. Ich bin Groot. Aha. Ich bin Groot. Nein, das ist doch genau das, was du eben gesagt hast. Wie beknackt ist das denn? Und ja, es macht mir auf jeden Fall eine Menge Spaß. Ich freue mich, dass ich endlich nach 2 Wochen, nachdem wir die 1000 Abonnenten geknackt haben, auch von YouTube endlich mal die Community-Funktion freigeschalten bekommen habe. Das heißt, ich kann euch jetzt noch viel gezielter mit Bildern oder kleinen Videos oder einfach nur was Schriftlichem auf dem Laufenden halten. Ich kann euch umfragen. Reinpacken und so weiter. Das ist für mich sehr, sehr wichtig eigentlich. Da kann ich viele Sachen abchecken und vielleicht auch mal verschiedene Projekte anbieten. Und ihr könnt euch dann die raussuchen, die euch mehr interessieren. Und das ist eigentlich voll die coole Sache. Und ich freue mich mega, dass ich das jetzt endlich mal nutzen kann. Das hat doch alles seinen Sinn und Zweck. Und mich freut das auf jeden Fall. Nochmal ein Kuss an euch raus. Das finde ich richtig klasse mit den 1000 Abonnenten. Und so können wir gerne weitermachen. Und jetzt würde ich sagen, flitzen wir mal direkt zum Maltisch und hören da auf. Machen da weiter, wo wir das letzte Mal direkt aufgehört haben. Und ich wünsche euch viel Spaß bei Teil 3. Es wird wieder sehr unterhaltsam. Ich habe wieder sehr viel Bullshit gelabert. Also ab zum Maltisch und viel Spaß beim Airbrushen. So, hallo liebe Leute da draußen. Ich begrüße euch jetzt mal wieder recht herzlich zum dritten Teil dieses wunderschönen Skulls. Mademoiselle, dieser Skull ist wunderschön. Mon amour, mon amir. Keine Ahnung, ich kann kein Französisch. Da muss ich gerade, sorry, muss ich gerade mal direkt einhaken. Ich habe mal auf Arbeit, da war ein etwas älterer Herr, ein Arbeitskollege von meinem Kumpel, der war eben Franzose und so. Und der kannte mich noch nicht so lange. Ich bin dann halt so rein, habe meinen Kollege verarscht und dann stand ich irgendwann dran so: Le Dritteil, le Français, le Sedu. Habe einfach so einen Scheiß gelabert und er ist so richtig vom PC aufgesprungen und hat mich angeglotzt: So, what the fuck geht denn hier ab? Und da haben wir alle so lachen müssen, das ist mir jetzt direkt wieder eingefallen. Okay, dann nochmal von vorne. Herzlich willkommen hier bei Teil 3. Wir machen jetzt eben hier den Skull schön fertig. Wie ihr seht, machen wir jetzt auch die Zähne, die ich fälschlicherweise gedacht habe. Im Teil 2 haben wir die schon lange fertig. Die mache ich jetzt eben noch fertig. Und ja, es freut mich, dass ihr wieder am Start seid. Und der liebe Nils, der freut sich ja schon immer hier Freitag. 18:30 gehen die Videos immer hoch. Und mich freut es, dass du mit dabei bist, vor allem am Start bist, mein Freund. Auch hier wieder viel Spaß dabei. Ich glaube, du hast auch nach einem Skull gefragt, wenn ich mich nicht ganz irre. Oder war das der Tanga? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Komme hier schon wieder durcheinander, wenn so viel Zeug mir gerade wieder um die Ohren fliegt. Aber sei es drum, das kriegen wir heute auch noch hin. Jetzt haben wir ja wieder hier, dank Baby und allem, nehme ich hier schön um nachts um 11 auf, weil ich jetzt ja gerade Bock drauf habe und hier noch recht abgeschottet bin im Zimmer. Deswegen nicht wundern, wenn ich irgendwann Wirr erzähle, dann liegt es daran, dass ich wahrscheinlich viel zu müde bin. Auf jeden Fall machen wir hier gerade den schönen Zahn und ihr seht, ich arbeite in den, weil das ganz spannend war. Der Eckzahn müsste das sein, der hatte so eine richtig krasse Struktur, so gerade Striche, also. An dem Skull war so alles abgerockt. Sogar die paar Zähne, die noch dran sind, sind total am Arsch. Oh, und das hat mir richtig viel Spaß gemacht, die Textur nachzuarbeiten. Finde, das sieht nachher auch ganz cool aus dann und passt dann eigentlich zu dem restlichen Bild. Und das ist eigentlich gerade das Coole irgendwie dran. Und macht dann auch so richtig Spaß. Und was mich freut, dass ich jetzt endlich mal nutzen kann, ist endlich die Community-Funktion, die haben wir endlich geschafft mit den 1000 Abonnenten. Ich habe mich schon gewundert, wo die blieb, weil es ging dann Woche für Tag und dann eine Woche, dann die zweite rum. Ich dachte mir so, hey, Heiland, zack. Aber warum kann ich das denn nicht machen? Das ist eigentlich für mich ganz interessant und wichtig. Da kann ich euch noch viel mehr mit einbinden und euch noch viel mehr umfragen und weiß der Geier was stellen und schon zeigen, was ich gerade an was ich dran bin oder was ich vielleicht machen soll, A oder B oder so. Eigentlich ganz spannende Sachen und deswegen habe ich mich da schon gewundert, so hey YouTube, was geht eigentlich ab?
Und jetzt gerade heute auf einmal so, ja, Gratulation zu 1000 Abonnenten. Ich so, ja, danke, die habe ich schon seit 2 Wochen. Kann ich jetzt auf jeden Fall nutzen und habe ich auch gleich mal einen Post gestartet, um das mal abzuchecken. Und bin froh, dass es funktioniert, das ist eigentlich ganz cool. Muss kurz einen Schluck trinken. Herrlich. Und ja, da kann ich jetzt geilen Shit machen und euch noch ein bisschen mehr auf die Nerven gehen. Das ist doch feierlich und schön, oder? Mir macht es auf jeden Fall große Freude und generell, ich muss mich, glaube ich, mal hier für den einen oder anderen entschuldigen. Also YouTube ist manchmal so verbuggt und so im Arsch, jetzt mal ohne Scheiß. Manchmal kriege ich Kommentare nicht angezeigt, die gepostet werden oder sowas. Also wenn ich auf sowas nicht reagiere, was ich normalerweise fast immer relativ schnell mache, weil ich eigentlich auch viel am Smartphone rumhänge. Schande über mein Haupt, ja. Aber ist halt tatsächlich so. Und ich habe manchmal, wenn ich dann am PC wirklich dann in die Einstellungen reingehe, in YouTube Studio und dann mal so auf Kommentare klicke, wird mir auf einmal ein Kommentar angezeigt, der schon seit, keine Ahnung, dann irgendwie 3 Wochen alt ist und ich so, hey, da habe ich gar nichts für gekriegt oder mir werden Abonnenten nicht angezeigt und lauter so ein Käse. Also ist in den letzten Zeit ist mir das vermehrt aufgefallen, dass es da teilweise manchmal richtig abspackt und am Arsch ist. Also wenn ich irgendwo mal nicht drauf reagiert habe, dann wird es wahrscheinlich ja daran liegen, dass ich es nicht gesehen habe oder mir nicht angezeigt wurde. Also da nicht wundern, sonst bin ich da eigentlich sehr zuverlässig. Aber kommen wir mal zum Skull zurück. Wir haben natürlich wieder beide ganz am Start. Schön einmal die AL Plus und einmal eben die Evo. Eine mit Schwarz, eine mit Weiß. Opaken Farben. Und apropos Farben. Also wenn der Skull durch ist, wartet auf euch noch ein sehr schönes neues Video nochmal zum Thema Farben. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das ist nämlich noch ergänzend zu dem anderen Teil. Da hat eh schon mal jemand nachgefragt und ich habe mir dann meinen alten Teil nochmal angeguckt und habe mir gedacht, ja, da gibt es noch ein paar Sachen, die ich noch sagen möchte und sagen kann. Und da habe ich noch einiges zu gemacht. Also freut euch schon mal da drauf. Aber jetzt kommen wir mal zurück zum Projekt. Und das sieht halt schon ziemlich cool aus. Und ihr seht jetzt nämlich hier zum Beispiel diese Freihandschablone. Die benutze ich ja. Wer meinen Kanal guckt, der weiß, dass ich die relativ viel benutze. Auch in den ganzen Zeitraffer-Videos sieht man die immer mal wieder dann ganz kurz, wie ich da dran rumfuchtel. Und das ist schon ganz cool. Also das ermöglicht einfach nochmal so richtig schönes, scharfes Arbeiten. Weil selbst wenn man wirklich nah rangeht und eine wirklich gute Gun hat, die wirklich super fein arbeitet, sieht es halt nie so scharf aus, wie wenn man einfach mal so eine Freihandschablone nimmt. Und deswegen benutze ich die gerne einfach zum Abgrenzen. Deswegen arbeite ich an den Rändern meistens auch nicht immer so sauber, wenn ich halt so eine Außenlinie jetzt wie hier vom Skull mache, weil ich weiß, ich gehe am Ende nochmal kurz damit drüber zum Beispiel. Muss man natürlich aufpassen, kann man auch nicht überall anwenden, aber ja, so mein bevorzugtes, wenn ich so Illustrationen auf Leinwänden mache, weil da weiß ich ja, kann ich einmal mit Schwarz an der Seite langfahren, dann ist das alles weg und sauber und passt. Jetzt auf einem Auto oder so würde ich es jetzt nicht unbedingt machen, weil das sieht man natürlich da ganz hart. Weil dann überdeckt man meistens irgendwie Metalliclack oder so, dann sieht das nicht mehr so fein aus, deswegen da Obacht drauf geben. Boah, jetzt muss ich nochmal einen Schluck trinken, es ist heute wieder eine Hitze hier. Und nein, ich hocke heute nicht in der Unterhose. Heute habe ich eine Hose an, tatsächlich. Nur für euch habe ich mir heute mal eine angezogen. Geil. Und deswegen können wir hier schön weitermachen. Das ist auch alles eine feine Sache. Und ich glaube, ich muss mir irgendwann mal noch eine andere Airbrush oder so besorgen. Mal ein bisschen rumprobieren. Euch mal irgendwas vorstellen. Vielleicht mal eine günstigere Variante. Mir mal so eine günstigere Gun mal anschauen und mal vielleicht ein Review machen oder so. Habe ich auch mal überlegen, ob ich das mal machen soll. Das schaue ich mir mal an. Ich glaube auch Revell hat eine relativ günstige, sag ich mal in Anführungsstrichen, Profi-Gun, die glaube ich unter 100 Euro kostet. Die ist glaube ich, wäre vielleicht für den einen oder anderen auch mal ganz spannend. Müssten wir halt mal, da mache ich vielleicht mal eine Umfrage, ha? Kann ich es ja machen. Genau. Schreibst du trotzdem in die Kommentare. Nein, ich finde es schon gut. Und mir macht es auch Spaß. Und mich freut es, dass immer mehr und mehr abgeht auf dem Kanal.
Und ihr dürft gerne Kommentare schreiben, wirklich. Ich weiß nicht, ob die der eine oder andere sich nicht traut, ja, weil ich so beiß. Ich bin ja. traut euch ruhig. Ihr könnt mir auch gerne Fragen stellen, also zu 90% beantworte ich die. Und das auch recht schnell. Ich bin einer von der schnellen Sorte. Mal sehen, wie lange es noch anhält. Ah, ich bin völlig hier, das Kind macht mich völlig müde. Es ist sehr goldig und sehr, sehr viel ruhig, aber ja, so ein Neugeborenes ist es immer wieder mal. Man vergisst immer, wie anstrengend das wird. Das werden die einen oder anderen hier ja von euch sicher auch wissen. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall. Und dann geht das hier ab. Ihr seht, ich wechsle jetzt hier zum Beispiel mega viel mit den ganzen hin und her. Das meine ich, hier entsteht gerade so ein richtig reger Wechsel zwischen Schwarz und Weiß, weil ich die Zähne halt gleich komplett fertig mache. Da werde ich vielleicht dann am Ende nochmal hier und da ein bisschen Schatten oder Licht verändern, wenn ich der Meinung bin, dass es mir nicht so passt. Aber hier ist natürlich eine zweite Gun einfach so der Vorteil. Das meine ich immer damit, dass eine zweite Gun eigentlich so das Hilfreiche ist, wenn man dann eben einfach nur schnell den Druckluftschlauch wechselt und dann zack hat man die zweite am Start und kann direkt loslegen. Wenn ihr natürlich nur eine habt, dann ist es auf Dauer, sind solche Projekte natürlich dann viel aufwendiger für euch, weil ihr natürlich dann ständig die Farbe wechseln müsst und auch natürlich mehr Farbe verbraucht. Wenn ihr dann die nicht ganz aufbraucht, dann habt ihr natürlich Materialverschleiß etc. von der Farbe und so. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es ziemlich nervig sein kann. Deswegen würde ich euch da irgendwann mal, wenn ihr euch dafür mehr interessiert, wenn ihr da viel mehr drin seid in der Materie und das nötige Kleingeld parat habt, dann gönnt euch ruhig eine zweite. Ich glaube, die Evolution Silverline Solo ist, glaube ich, auch schon für 120, 130, glaube ich, zu haben. Ich weiß, bin mir nicht mehr ganz sicher. Schon sehr lange her, dass ich mir die mal die Preise angeguckt habe. Aber die ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich glaube, bei der Solo, das ist jetzt auch gefährliches Halbwissen, aber da müsste, glaube ich, auch die 0,2er-Düse am Start sein. Das ist eigentlich die interessantere für euch. Weil man mit der einfach feiner arbeiten kann. Also mit einer 0,4er habe ich nicht lange gearbeitet, weil die mir einfach zu grob war, beziehungsweise man konnte mit der einfach nicht so fein arbeiten, wie ich es jetzt kann, mit der 0,2er-Düse und Nadel, weil einfach zu viel Material kam. Die wäre dann, glaube ich, eher passender gewesen, wie zum Beispiel bei der Deutschlandflagge eben, dass es dann eben das Gold zum Beispiel von der Schminke, das da eben durchzujagen, dann hätte es wahrscheinlich nicht so verstopft, wie es das da getan hat. Und deswegen, ja, nicht schlecht, aber ich glaube, die Solo kann man sich sonst im Regelfall. Oder guckt mal zum Beispiel bei Airbrush4U. Airbrush4U, da habe ich meinen Kompressor, glaube ich, bestellt und auch ein paar Guns. Und die haben zum Beispiel ab und zu mal B-Ware. Und da habe ich auch die dritte Gun bestellt als B-Ware. Und der Makler an der war, dass die einen Kratzer an der Außenfläche hat oder Mischbecher, irgend so ein Käse war das. Also was total Triviales, wo ich mir gedacht habe, hey, die verkratzt mit der Zeit bei mir sowieso. Ich schmeiß das Ding in ein Ultraschallgerät. Ich meine, ich gehe schon liebevoll mit meinen Guns um, das muss man auch sagen. Ich achte auf die schon sehr. Aber das Ding kommt halt in den Ultraschallreiniger, mein Gott, da verkratzen die halt mit der Zeit. Das ist halt einfach so. Und die war fast, glaube ich, 30 Euro günstiger oder so. Also die war richtig günstig. Die habe ich mir direkt bestellt und das Ding war nachher optimal. Da war nichts dran, die benutze ich ja nach wie vor immer noch und das Ding läuft halt wie ein Einser. Also vielleicht schaut mal auf solche Sachen. Ich glaube, das war Airbrush4U, müsste echt das gewesen sein. Aber ich bin mir nicht ganz 100% sicher. Sonst schaut einfach mal, sucht mal da im Internet nach dem Shop und guckt mal, ob der noch sowas anbietet. Aber das war dann, oder generell schaut dann mal bei irgendwelchen Airbrush City, gibt es glaube ich noch. Kann auch sein, dass es da war, aber das ist jetzt alles ganz gefährliches Halbwissen, was schon viel zu lange her ist und ich jetzt gerade nicht nachschauen kann. Aber sowas kann ich euch auch empfehlen. Dann kauft euch eine zweite Gun, viel, viel günstiger. Und dann habt ihr nicht mehr dieses ständige Hin- und Hergewechsel und Farbwechsel und den Scheiß. Ihr müsst halt einfach nachher nur zwei Guns sauber machen, statt nur eine. Aber da werdet ihr dadurch natürlich gleich mal viel, viel schneller. Und irgendwann gehört es dazu und dann ist es auch gar kein Ärgernis mehr, sondern dann geht das ratzfatz. Das ist bei mir wie bei der Formel 1, wenn ich die reinige und sauber mache und zusammenbaue.
beziehungsweise wie so eine Waffe zerlegen, reinigen und wieder zusammenbauen. Hat auch manchmal was ganz Geiles. Und jetzt schaut mal, ich habe jetzt hier schön bei den Zähnen auch schon überall Struktur eingearbeitet. Hier ein bisschen weiter weg, damit es eben so einen schöneren, großflächigeren Effekt hat. Und das sieht schon ganz cool aus. Also man kann relativ viel Struktur, man kann eigentlich ziemlich viele Strukturen mit der Gun machen, ohne Hilfsmittel. Also das ist alles ganz machbar und möglich und sieht doch eigentlich echt cool aus, oder? Also gerade hier vorne der Zahn, das meine ich, der hat so eine, da habe ich schön die ganzen Riefen reingemacht und halt rechts dann mir den Schatten genommen und da nochmal rechts entlang gezogen, damit die, also vorne der Schneidezahn, den man jetzt natürlich nicht sieht. Aber da habe ich die Riefen so schön noch rausgezogen mit dem schönen Schatten, da sieht das so mega cool aus, hey. Also das finde ich die Struktur schon richtig klasse. Das hat mir, sowas macht mir irgendwie immer Spaß. Ja, so völlig durchzudrehen. Aber wie gesagt, hier weiche ich auch immer ein bisschen ab bei dem Skull. Ich mache hier nicht alles 1:1, sondern ich nehme auch hier und da Sachen raus, Designentscheidungen oder farbliche Anpassungen und, so dass es mir halt besser reinpasst. Man sieht jetzt nach unten weg, ich glaube auf den anderen Backenzahn unten ist jetzt ein bisschen Overspray. Aber das werde ich, glaube ich, nachher mit Schwarz jetzt gleich wieder wegnehmen. Das meine ich, wenn ich so arbeite, dann habe ich jetzt nicht direkt die Abmaskier-Dings genommen, Freihandschablone. Dann passt das eigentlich auch ganz gut. So, dann haben wir hier wieder meinen neuen Lieblingsstift mittlerweile. Und dann machen wir das gleiche wie unten am Kiefer. Jetzt bringen wir hier mal so ein bisschen Struktur rein. Jetzt sieht ihr mal von der Ferne, wenn wir das jetzt mal echt von weiter weg betrachten, wie cool das schon gleich wirkt. Ich meine, wir waren jetzt den ganzen Unterkiefer relativ nah lange dran und jetzt bei den Zähnen noch näher dran und bei der Nase, beziehungsweise Oberkiefer. Und jetzt, wenn man das dann sich mal von der Ferne anguckt, denkt man sich nur so, what the fuck, ey, wie viele Details da drin sind, wie cool sieht das denn aus? Und ich habe das Ding ja jetzt schon fertig hier am Start. Hatte jetzt auch schon mehrfach Besucher ja daheim und waren so viele Leute da, die dann gesagt haben, so ey, wie hast du denn das hinbekommen? Jemand dachte schon, das wäre einfach nur ein Foto oder so. Also recht cooles Feedback gekriegt für das realistische Bild. Und das finde ich dann immer so witzig, wenn da Leute dran stehen und sagen, ja, wie hast du das gemacht? Hä, wie ist, geht das und dieses? Und ich denke, so, für mich ist es so einfach oder für mich sind es halt nur Striche und Punkte und Farbverläufe im Endeffekt. Aber doch, ich finde es ganz cool und der Effekt gefällt mir. Vielleicht mache ich mal noch mehr so realistische Sachen. Vielleicht auch nicht. Je nachdem, wie ich gerade Bock drauf habe. Jetzt muss ich nochmal ein Schlückchen trinken. Ich werde schon wieder hier halb heiser. Ah, schöner Tee am Abend. Natürlich eiskalter Tee. Ja, und ihr seht hier in dem, gerade in dem Bild benutze ich diesen Stift einfach viel, weil ich sie einfach cool und passend finde, nochmal so leichte, super Highlights zu machen. Ist aber auch alles wirklich Geschmackssache und so ein bisschen, ja, das habe ich einfach so ein bisschen nach Gefühl gemacht und ich finde, es ist schon ziemlich cool. Und das seht ihr mal, dann male ich da wieder unten ein bisschen was und hier ein bisschen was, wenn ich das dann einfach so weiter von der Ferne betrachte. Und mir dann eben so genauer anschaue. Und dann fällt mir hier vielleicht noch eine Kleinigkeit auf und da. Und ja, bin ich hochkonzentriert und man sieht es an meinem Gesicht. So geil. Oh Mann. Ach ja, cool. Und da eben schön dezent. Ich habe die Farbe ja in dem Stift, ich weiß gar nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber die habe ich natürlich auch verdünnt. Auch so relativ, so wie ich die Airbrush-Farbe verdünnen würde in der Gun. Also ich habe halt so eine gewisse Farbmenge genommen und dann halt so 10-20% Wasser. Das Ganze nochmal ein bisschen verdünnt, damit auch das, obwohl es quasi schön deckend ist, nicht gleich so krass deckend ist, sondern auch noch trotzdem so eine gewisse Varianz drin habe, dass ich das noch ein bisschen, also er soll schon deckend sein. Das ist ja auch das Ziel dieses Highlight-Stifts, aber ich wollte halt noch so einen kleinen Spielraum drin haben, damit das nicht ganz zu krass wird. Und ich habe den gut eingestellt, der passt, mit dem kann ich so wirklich gut arbeiten. Und dann macht das auch richtig viel Bock.
So, und jetzt kommen wir zur schönen Wange. Da seht ihr, habe ich ja jetzt ja schon den Großteil hier vorgelegt. Schon ein bisschen zittrig die Struktur reingebracht. Und jetzt geht es eben wieder ab mit der schönen, mit dem schönen hier. Oh. Ach, jetzt habe ich hier so ein Hängerchen. Ist das furchtbar? Peinlich und unangenehm. Hier Struktur. Also komm ich sage 20 Mal Struktur und komm jetzt nicht drauf. Genau, wir haben jetzt hier einen riesigen Riss im gesamten Schädel drin. Ich glaube, mit der größte Riss auch. Der zieht sich über den Wangenknochen hoch bis zum Auge und dann geht er da nochmal ein bisschen in alle Richtungen. Und den Riss, den machen wir jetzt hier so ein bisschen schön nach oben. Und da setze ich eben schon mal schöne Lichtkante und so rein, damit es gleich mal schön passt. Und dann ist das auch eine feine Sache. Die rechte Seite natürlich von dem Skull hier oben, auch der Wange, der auch die Wange bis zum Auge hoch ist, hier relativ nachher dunkel. Da gucke ich jetzt, dass ich auch nur so ein bisschen Struktur anzeichne oder vorzeichne, weil ich eben weiß, später wird da eh alles so dunkel gemacht und dann muss ich da jetzt mir nicht zu viel Mühe geben. Und jetzt haben wir eben einmal links die Linie entlang gezogen. Jetzt ziehe ich einmal rechts die Linie und lasse eben schon mal diesen feinen kleinen Spalt übrig. Damit ich nachher einfach schon mal genau weiß, wo ich ungefähr den Riss entlang setze. Und dass es dann eben alles stimmig ist und passt. Und hier muss ich sagen, der Wangenknochen, gerade die Seite, an der wir jetzt gerade arbeiten, die war hier so ein bisschen speziell. Hier war die Struktur noch ein bisschen anders als vom kompletten Rest des Skulls. Die war hier schon so verratzt und abgefuckt. Das war schon fast aus, als wäre da irgendwas mal weggeätzt worden. So ganz abgefahren. Ich habe es eigentlich ganz gut nachgemacht, aber ihr werdet es dann am Endbild mal sehen oder später, was ich da so meine. Es sieht auf jeden Fall ziemlich anders aus, aber ich habe es jetzt einfach mal so übernommen, weil ich es eigentlich auch wieder ganz spannend fand, da wieder mal ein bisschen andere Struktur mit reinzuarbeiten. Aber vielleicht ist es ja auch so, ich kenne mich mit Schädeln jetzt ehrlich gesagt nicht so aus. Ich habe jetzt ja nicht meine 20 Schädel im Keller, an denen ich gucken kann. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Oh, jetzt arbeite ich natürlich richtig schön weit oben, damit ihr das nicht seht. Das ist nämlich geheim da oben. Ich hoffe mal, das hält jetzt nicht zu lange an. Oh, auf sowas muss ich immer mega achten. Ihr glaubt gar nicht, wie schwierig das ist manchmal für mich, wenn ich dann so in meinem Flow bin und dann so drin bin und richtig Bock habe, wie an dem Tag, an dem Projekt hier, hatte ich so viel Spaß und so viel Bock. Und da muss ich dann immer voll aufpassen zu checken, so habe ich die Kamera an, läuft die auch, ja, habe ich auch auf Record gedrückt und dann eben solche Einstellungen, so ist das noch im Sichtbereich und so. Ich ertappe mich so oft, dass ich mir denke, so oh, fuck, jetzt habe ich schon lange nicht mehr geguckt, oh, puh, alles läuft noch, alles, es blinkt mich noch rot an, also alles noch am Start und das ist immer so richtig gefährlich. Ja, das wird sich, glaube ich, auch nicht so oft ändern, nicht so lange ändern. Ich kenne mich ja da. Ich bin da ja schon ziemlich durcheinander bei sowas. Und ja, rechts eben das, was mir jetzt hier, also ich habe ja schon hier mal, also ihr seht, so ein bisschen nach oben hin gemalt. Da habe ich mir einfach nur schon mal so grobe Skizze gemacht, groben Fahrplan. Weil alles jetzt, was ich hier drin sprühe und ist jetzt auch so weit weg, das ist eben nachher eigentlich relativ viel dunkel und im Schatten. Aber damit ich da nachher nochmal mit Schwarz gezielter die Schatten setzen kann, male ich da jetzt trotzdem eben, oder nebel ich es trotzdem mit Weiß eben ein bisschen ein, damit ich eben nachher besser mit der Schwarz da die Schatten setzen kann. Also ich hätte es jetzt nie freilassen und einfach lassen, weil der Hintergrund ja eh schon schwarz ist, sondern ich gucke dann schon, dass ich das so mache, dass ich halt nochmal mit der Schwarz arbeiten muss, weil ich es dann eben auch so gezielt machen kann, wie ich das wirklich möchte. Und dann passt das Endergebnis nämlich auch. Und deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt hier. Machen wir noch ein bisschen hier Strukture. Und dann sind wir gleich wieder, bin ich gleich wieder für euch am Start. Ich gehe jetzt nochmal schnell hier was trinken.
So, Dalle, ich hoffe, ihr habt mich schon fleißig vermisst. Aber jetzt bin ich ja hier wieder am Start für euch. Und jetzt sind wir hier schön an der Augenhöhle. Und da wollen wir natürlich eine schöne Rundung haben und auch vor allem eine Rundung nach innen beziehungsweise eine schöne Frontkante haben und dann eine schöne Wölbung nach außen und einmal eine schöne Wölbung nach innen. Und die kreieren wir eigentlich simpel gesagt, indem wir in der Mitte eben diesen schönen hellen Streifen lassen und dann nach innen rein schön kurz dunkel werden, damit das schön aussieht fürs Auge, dass da eben schön der Schatten ist und nach außen exakt das Gleiche. Simpel gesagt, aber wir machen es natürlich schon hier feiner. Wir arbeiten natürlich die Schatten dann so dezent und gut ein, dass es halt gut passt. Aber auch hier haben wir natürlich wieder die ganzen Riefen drin gehabt und die ganzen Kratzer und die ganzen Poren und das Ganze, was da zum Schädel gehört. Und das machen wir jetzt, arbeiten wir natürlich jetzt gleich mit rein. Und ihr seht ja hier generell, ich arbeite eigentlich schon immer meistens so, dass ich eben die Details gleich einarbeite und gleichzeitig meistens die Sachen so aufhelle oder schon mit Farbverläufen versehe, dass es schon relativ gut passt. Das ist natürlich alles zurückzuführen auf eine sehr lange Praxis, die ich da betreibt. Und deswegen, sowas kriegt ihr mit der Zeit dann auch hin. Ist eigentlich nur Übungssache. Wobei ich sagen muss, jetzt habe ich jetzt sicher schon wieder 2-3 Wochen nichts gemacht, glaube ich. Weil natürlich jetzt der Sohnemann da war und alles davor etc. Ich habe ja schon viel vorproduziert. Mir jucken schon wieder die Finger. Ich muss jetzt auf jeden Fall mal wieder irgendwas machen und starten. Ich habe da auch schon was im Kopf und deswegen bin ich da mal ganz gespannt, was ich da so mir noch überlege. Aber schauen wir mal. Jetzt wird eben hier oben und unten schon mal schön mit Weiß. Hier separiere ich das natürlich und gucke, dass ich jetzt mal nach oben hinweg mal ein bisschen mehr mache. Oh nein, man sieht da oben die Stelle, die ich vorhin so geheim gemalt habe. Oh nein, mein Geheimnis ist gelüftet. Ich schmelze. So, jetzt seht ihr schon, ich finde das einfach, sieht gleich ganz viel anders aus, wenn man sich es mal ein bisschen von der Ferne anschaut. Dann kriegt das gleich so eine geile Wirkung, weil eben die Details so schön kleinteilig sind und das macht eigentlich jedes Bild immer realistisch. Es ist eigentlich nichts anderes, außer viele schöne Details, sinnvolle und Licht und Schatten ist eigentlich auch immer mit das Wichtigste, damit irgendwas auch fürs Auge sinnhaft aussieht und dann kreiert man so einen Effekt. Ja, oben waren noch ein paar Kratzer oder Risse nach rechts und nach links rein. Die machen wir auch noch ein bisschen mit rein. Und dann seht ihr, ist das eigentlich schon eine sehr coole Sache. Und da arbeite ich jetzt halt, das was ich immer sage, da arbeite ich jetzt halt öfters drüber, damit das deckt. Heilandsack, jetzt kommt mir die ganze Zeit Tee hoch oder was ist los hier? Das war vorhin das Bier beim Uropa, ja. Ich war heute mein Uropa besuchen, der ist, also nicht meiner, der von meiner Frau bewandert. Man kann es kaum glauben, aber der gute Mann ist 93 Jahre. Er ist noch topfit und wohnt noch komplett selber und versorgt sich selber, geht noch einkaufen, fährt jeden Tag Fahrrad. Also das ist der absolute Wahnsinn. Also das ist einfach Wahnsinn, wenn man sich den anguckt. Da sehen manche 70-Jährige, sind da schlimmer beieinander, muss ich sagen, wie der mit 93. Das ist der absolute Wahnsinn. Also wirklich, war mal wieder heute eine richtige Freude. Man sollte sich ja auch mal um seine Omas und Opas und Uropas kümmern, wenn man nach welche hat. Wer weiß, wie lange die noch da sind. Und bei ihm ist es natürlich irgendwie, da sind wir mal ehrlich, da kann es jederzeit vorbei sein, ganz einfach. Deswegen nutzen wir noch viel Zeit, wenn wir die eh gerade haben und ich gerade eben schön auch ein bisschen daheim sein kann wegen dem Bub. Das ist natürlich das Schöne an der Vaterzeit. Und da kann man dann auch mal schön unter der Woche, so wie heute, mal schön hindüdeln und ein bisschen gucken. Natürlich haben wir einen geilen Tag ausgesucht, das muss ich jetzt kurz erzählen, aber die Nachbarin hat die Wohnung über ihm hat die Nachbarin abgefackelt. Ey. Die hat fast das ganze Reihenhaus in Brand gesteckt. Die hat Zeitung gelesen mit der Kerze. Mit einer Kerze am Esstisch hat sie Zeitung gelesen und hat dann natürlich
wie kann es auch anders sein, die Zeitung nach vorne gelehnt und hat die in Brand gesteckt und hat die dann rumgeschmissen und dann war natürlich in Binnen von Minuten die ganze Bude unter Flammen gestanden. Und da war natürlich ein Aufgebot. Also wir waren gerade da, wo schon alles rum war und alles passt hat und alles okay war und bei ihm in der Bude aber da alles passt. Aber das ist verrückt. Also es geht so schnell. Die gute Dame war jetzt auch, ich glaube schon um die über 80 oder so. Aber wenn ich mir die dann eben angeguckt habe und an ihn, habe ich mir gedacht, er sieht aus wie so ein 60-Jähriger. Also das ist absolute Wahnsinn. Das Geheimnis möchte ich mal gerne wissen, aber er hat mir gesagt, er trinkt jeden Tag so ein Viertel Wein oder was das ist. Der Alkohol, das ist der Trick ist der Alkohol. Natürlich in Maßen, aber ich glaube, das ist der Trick. Ja, dann bin ich da ja gar nicht so schlecht. Dann werde ich vielleicht 120. Na, ja, war schon cool. So, jetzt kommen wir mal wieder hier zurück. Und zwar haben wir hier jetzt, ach, da müssen wir trotzdem mal sagen, natürlich habe ich vor kurzem Nummernschilder auf mein Auto geklebt, ja, geklebt. Geklebt in dem Sinne, weil ich Magnete benutzt habe, mir so ein schönes Set bei Amazon rausgelassen, weil ich keinen scheiß Plastikrahmen mehr als Kennzeichen halt haben wollte. Und dann habe ich die angepasst und die Magnete passen halt auch nur so aufeinander. Ich kann jetzt nicht einfach das von hinten nach vorne nehmen, weil die Pole nicht stimmen, das stößt sich ab. Und ich habe das wunderschön gemacht, habe aber versehentlich, weil ich einfach nicht drauf geachtet habe, ich weiß nicht warum, habe ich natürlich die vertauscht und habe jetzt vorne Kennzeichen ohne TÜV-Plakette und hinten mit, oder umgekehrt, ich weiß gar nicht mehr, was richtig, jetzt weiß ich schon wieder nicht. Auf jeden Fall ist es verkehrt rum. Hat mich heute echt das Ordnungsamt angesprochen, eben als ich dort beim Europa war. So, hey, ist das Ihr Auto? Sag ich, ja, ja. Mit der cool gebrushte da. Sag ich, ja, der cool gebrushte ist meiner. Ja, Sie haben die Kennzeichen verkehrt rum. Sag ich, ich weiß. Ja, okay, warum ändern Sie das nicht? Und dann komme ich zum Punkt. Die sind halt hingeklebt und geschraubt. Und wenn ich die jetzt abmache, ich habe halt, ich glaube, ich kann die nur am Auto hin. Doch, am Auto könnte ich sie wechseln, aber dann kleben die ja nicht mehr so gut. Dann müsste ich, glaube ich, nochmal neue Löcher bohren. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Ja, aber werde ich jetzt wahrscheinlich machen müssen, sonst kriege ich jetzt immer mehr Ärger. Beziehungsweise keinen Bock, dass mich dann wieder die Bullen das letzte Mal rausziehen und dann, ja, es ist alles eingetragen und alles gemacht. Aber ist natürlich dann für mich jedes Mal ärgerlich, wenn ich dann wieder angehalten werde und dann wieder alles durchsucht wird und geguckt wird, alle Papiere und alles Mögliche. Da tue ich mir auf Dauer natürlich auch keinen Gefallen. Das werde ich jetzt immer noch machen müssen. So ein Käse. Generell, ich habe da vor kurzem wieder rumgeschraubt. Habe da ein bisschen was repariert und als ich Kotflügel reingemacht habe, habe ich vorne jetzt am Schlauch, oh, blöde Wasserspritzanlage, habe ich nicht richtig festgemacht. Jetzt läuft mir da uns Wischwasser raus nach einer Stunde oder zwei. Das muss ich jetzt morgen mal wieder zerlegen und wieder neu machen. Ein bisschen mal mit Kabelbinder ein bisschen festziehen hier. Ja, man hat ja sonst nichts zu tun. So, aber jetzt sind wir wieder zurück am Start hier. Schauen uns die ganze Geschichte mal an. Und ihr seht, das wird schon langsam schön. Und wenn man natürlich so jetzt arbeitet wie ich, dann kann man so schön vorausschauend arbeiten und dann eben die Sachen gleich nicht einfärben, die schwarz bleiben sollen. Dann wird es, im Vorfeld hat man dann schon eigentlich eine ganz gute Skizzierung eigentlich immer. Das finde ich eigentlich immer das Praktische daran, an dem, wie ich so arbeite. Ihr könnt es natürlich so machen, wie ihr das wollt. Nur mal so zur Info, ihr müsst nicht immer alles eins zu eins übernehmen, wenn ihr andere Sachen lieber anders macht, dann macht die auch gerne so, wie es euch besser passt. Das, wie ich es mache, muss nicht immer richtig sein, aber ich mache das halt so, weil es mir so halt am besten gepasst. Wie gesagt, das Ganze ist ja hier immer nur so ein schöner Serviervorschlag, wie auf jeder Packung stehen würde. Das ist nur ein Serviervorschlag, so könnten Sie es machen. Müssen Sie aber nicht. In diesem Sinne trinke ich nochmal einen Schluck Tee. Herrlich. Und hier ist eben schon mal dieser krasse, schöne Kratzer bzw. Riss. Und den werden wir nachher auf jeden Fall noch dicker ausarbeiten, wenn nicht sogar gleich. Jetzt habe ich nur einmal richtig schön dick vorgelegt, damit ich einmal auch schön die richtige Spur habe und die Risse. Und jetzt gehen wir nach rechts hin und machen da noch ein bisschen mehr die Schatten rein. Und machen den eben auch noch ein bisschen dicker und breiter, damit das auch richtig schön passt. Und dann gibt es nämlich gleich wieder ein schöneres Gesamtbild.
Ich muss mein eigenes Gesicht angucken. Es ist so, hoch konzentrierend. Das sieht schon richtig dämlich aus. So. Super. Und deswegen machen wir das jetzt hier. Und ja, ich finde das, wenn man das mal so verstanden hat, wie das so zu funktionieren hat mit dem ganzen Airbrushen, dann ist es eigentlich, ja, und das klingt, da würden jetzt hier der eine oder andere sagen, aber da ist es gar nicht mehr so schwer. Ist halt immer wieder so, ich, wie gerade beim Opener, beim vorletzten, gerade glaube der Thorsten und so, da denke ich mir immer, ja, ihr müsst einfach verstehen, dass es halt einfach viel Übungssache ist. Das ist eigentlich mit allem so. Man kann nicht perfekt Motorrad fahren, wenn man noch nie Motorrad gefahren ist. Kann man nicht erwarten, dass man gleich wie GP-Meister hier um die Ecken heizt und so. Das ist beim Erwaschen oder Malen generell genauso. Das ist eigentlich immer viel, viel, viel Übungssache. Viele sagen immer, boah, du hast einfach so ein Talent. Dave, so ein Talent hätte ich auch gerne, dann könnte ich das auch alles easy. Aber das ist, ich würde mal sagen, 10% Talent und die restlichen 19% ist einfach nur viel Arbeiten, viel Übung. Das ist eigentlich gar nicht so viel Talent, sondern wirklich viel, viel Üben. Ich meine, vor dem Airbrushen habe ich halt viel so gezeichnet, im Stift gezeichnet, aber nie so wirklich ernsthaft, so mit Acryl gemalt, aber auch nicht wirklich ernsthaft, aber halt trotzdem immer und immer wieder. Jetzt nie so profimäßig. Heutzutage würde ich es auch ganz anders machen, wenn ich mir gescheite Stifte holen, gescheiten Blender und so, und dann würde es auch wahrscheinlich nochmal deutlich besser abgehen. Aber ich habe trotzdem immer wieder quasi geübt und gemacht und immer wieder mal was anderes probiert, mal Perspektiven gemalt und so. Und das spielt natürlich dann auf die Jahre und so dann immer rein und dann hat man natürlich schon viel mehr Futter für das Ganze. Und Airbrushen, ja, das mache ich jetzt ja auch, glaube ich, schon, lass mal überlegen, 6 Jahre, 7 Jahre, schon ziemlich lange eigentlich, ich genau weiß es jetzt nicht mehr, habe ich es nicht im Kopf, aber schon ziemlich, ziemlich lange. Habe ich angefangen in meiner alten Wohnung. In meiner alten Wohnung war ich, glaube ich, 6 Jahre drin. Jetzt bin ich 2 Jahre in der neuen Wohnung. Also 8, aber ich habe ja nicht gleich angefangen, also müssten es, glaube ich, dann so doch so um die 6 oder 7 Jahre, doch müssten 6 oder 7 Jahre sein. Wobei ein Jahr davon muss ich wieder abziehen, weil das habe ich, ich habe es ja angefangen, dann ein Jahr lang nicht mehr gemacht, weil ich es ja nicht hingekriegt habe und es mich voll angekotzt hat. Erst habe ich ja das komplett schrottige Equipment gekauft und dann ist mir wieder der Spruch von meinem Opa, der schon verstorben ist, immer eingefallen, der hat immer gesagt, boah, kauf dir immer was Gescheites, weil wer billig kauft, kauft zweimal. Und dieser Spruch hat sich da mal wieder sowas von bewahrheitet, weil ich einfach gemerkt habe, ja, Billigscheiß bei Amazon gekauft, überhaupt nicht funktioniert und dann irgendwann mal auch wirklich nach der Zeit dann mal wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigt, intensiv mit dem Thema Airbrush, Kompressor und. Und dann gemerkt, dass das einfach der volle Bullshit ist. Und ich habe dann dieses wunderbare, tolle Set auch genommen und habe es einfach direkt in die Mülltonne gefeuert, weil da gehört es auch hin. Da habe ich dann aber trotzdem, glaube ich, über 100 Euro einfach mal versenkt. Und nachher für das ganze Profi-Equipment habe ich, glaube ich, nachher nichts. Da habe ich dann, glaube ich, insgesamt so um die 400 bezahlt, 500 oder so. Da habe ich mir gedacht, ja, jetzt habe ich halt 600 bezahlt, weil ich natürlich die 100 auch schon versenkt habe. Das war dann nicht so geil. Also wie gesagt, einfach da mal gescheite Sachen kaufen, dann funktioniert es auch wirklich. Dann habt ihr da wirklich immer was Gescheites. Und danach und nach dem Airbrush-Kurs, das kann ich auch nur noch mal jedem empfehlen, das kann ich auch hier noch mal sagen, also macht Airbrush-Kurse. Macht Airbrush-Kurse in eurem Bereich. Nehmt euch da ruhig mal irgendwie, informiert euch mal in eurem Landkreis, ob das irgendjemand anbietet. Checkt mal dem seine Bilder ab. Und da seht ihr mal relativ schnell, ob die Leute dann was können oder nicht. Es gibt natürlich auch viele, die arbeiten nur mit Schablonen oder halt, ja, die, oder manche, die halt sich, die nicht sich so weiterentwickeln oder eben nicht so viel Freihand können. Ihr müsst halt einfach immer schauen, was spricht euch an, was wollt ihr machen und dann geht ihr dahin und bucht da ruhig mal so einen Kurs. Ist nochmal ganz anders, wenn ihr da mal vor Ort seid und dann auch einen direkten Ansprechpartner habt oder, also bei meinem damals war das so. Da hatte ich dann schon eine Evolution
oder zwei sogar. Und dann hat er eben auch zu mir gesagt, ja, du kommst. Er hätte mir natürlich Airbrush-Pistolen, auch witzigerweise Evolutions gehabt, weil er dann gleich auch gemeint, nein, bring auch direkt deine mit, weil deine ist, jede Airbrush-Pistole ist immer ein bisschen anders. Und er hat gleich gesagt, nimm deine mit, an die bist du schon gewohnt, die kennst du schon, ich gucke sie mir auch gleich mal an. Und dann war ich bei ihm, dann hat er sich gleich angeguckt und hat gesagt, nee, Düse, Nadel, passt alles gut, die ist sauber, das passt. Und dann habe ich gleich auch mit der arbeiten können und das war richtig hilfreich. Also dieser Airbrush-Kurs, den ich damals gemacht habe, und das war bei Spencer's Design in Ravensburg, glaube ich, müsste das sein. Da habe ich echt einen Kurs gemacht, der ging, glaube ich, zwei Samstage oder so für 150 Euro, glaube ich, irgendwie sowas. Gefährliches Halbwissen, aber ich so um den Dreh, glaube ich. Und nachdem ich eben bei dem war, habe ich so noch ein viel besseres Grundverständnis bekommen für die ganze Materie. Ich meine, ihr habt natürlich jetzt schon auf jeden Fall, wenn ihr meine ganzen Videos gesehen habt und auch die Tutorials und so, habt ihr auf jeden Fall schon mal viel von diesem Grundverständnis von mir schon übermittelt bekommen und seid dann natürlich schon viel weiter, als ich es damals war, ohne Videos und allem. Und danach ist bei mir erst der Knoten so richtig geplatzt, da ging es dann bei mir daheim voll ab. Da habe ich mich dann reingehockt und einen Erfolg nach dem anderen gefeiert, mit rumprobieren und. Und danach lief es dann auch erst so richtig, richtig rund, aber das hat mir mega geholfen. Also schaut da ruhig mal in euren Landkreis und wenn ihr dann seht, ah, da ist ein Airbrusher, der bietet einen Kurs an, der vielleicht auch nicht zu teuer ist oder einfach mal, dann könnt ihr da hingehen und euch das mal genauer anschauen und vielleicht sogar noch das eine oder andere mitnehmen, was ich euch vielleicht noch nicht gesagt habe oder so. Und macht das ruhig mal. Das ist eigentlich in der Regel immer mega hilfreich. Dann kommt ihr vielleicht noch mal einen Tick schneller vorwärts, wenn ihr mehr euch in dieses Thema vertiefen wollt. Das hier ist natürlich alles ganz geil, was ich mache, aber es ist natürlich noch mal anders, wenn man vor Ort ist. Das muss man natürlich auch sagen. Aber ihr guckt trotzdem fleißig meine Videos, ja? Das ist ein Befehl. Sonst habt ihr hier Hausverbot. Na. Kommt mir hier wieder voll normal oder was? Nee, nicht voll normal. Was voll normal? Nee, ich glaube, das war Manta Manta, war das, glaube ich. Mit dem, ihr habt ja Clubverbot hier. Also, das war Manta Manta, ist ein geiler Film. Heute schweife ich richtig schön ab, gell? Egal. Ja, Manta Manta ist ein geiler Film. Jetzt, Mensch, Uschi, stell dich doch nicht so an hier. Ein Sperti. Ein geiler Film, den habe ich, glaube ich, echt vor einem Monat oder so erstmal wieder angeguckt, weil ich den einfach so, das ist schon ein gewissen Kultstatus, würde ich mal sagen. Wie sich da mal den Battle leisten mit dem GTI und allem möglichen. Ach, ist so herrlich und so abgedreht und so oldschool. Solche Filme mag ich immer, da kann ich mich totlachen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe schon so viel gelabert, ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich aufgehört habe. Aber ich glaube, wir waren einfach dabei, dass man einfach viel üben muss. Dann werdet ihr besser. Und wie gesagt, schaut da eben bei eurem hiesigen Airbrusher vorbei. Und dann hilft es vielleicht euch sogar auch noch mehr. Und dann geht's ja wieder nach Hause, feiert es ab, schaut noch mehr Videos, gebt mir noch ein Like und dann feiere ich das noch mehr ab und dann sind wir alle glücklich. Ach, herrlich. Jetzt habe ich hier natürlich wieder, hier, das meine ich, hier war ich wieder so in meinem Element. Jetzt seht ihr die ganze Zeit meine Hand. Aber ich hoffe, das hält jetzt nicht allzu lange an, weil jetzt werde ich es nicht mehr rausschneiden können, wenn ich hier so viel rüber laber. Und schaut euch mal den schönen Schlauch an. Jetzt guckt euch doch mal diesen Hammer-Airbrush-Schlauch an. Sieht ja nicht toll aus. Der ist richtig schön ummantelt. Wie er da so hängt. Und oh, guckt euch mal den Unterarm hier an. So schön haarig. Ah, da sind wir wieder. Oh, das war mal ein richtiger. Oh, da war jetzt mal schön gerade richtig viel Material an der Düse. Und dann macht es einmal so. Und dann ist da so ein richtig schöner Fleck drauf. Ist aber hier jetzt recht verzeihbar, weil die Strukturen alle eh schon so aussehen. Also ist es hier überhaupt nicht wild, aber was ich gleich mache, das habt ihr gesehen, ich fahre sofort mit dem Finger drüber, weil die Farbe ja so schnell eintrocknet und das dann halt so
deckend ist, dass man das dann sonst schlecht wegkriegt. Natürlich kann man es wegmachen wieder mit Weiß, aber da gehe ich immer relativ schnell gleich mit dem Finger drüber, damit ich das gleich mal wieder weggewischt habe, damit das nicht so eintrocknet. Und ich mache jetzt mal einen kleinen Break und schau mal, wie lang das hier jetzt noch so geht. Und gegebenenfalls schnipsel ich hier noch ein kleines Stückchen weg. Das habe ich jetzt hier beim ersten Durchsichten und Abspeichern ist noch gar nicht gesehen, Mensch. Und schauen wir mal, ob das jetzt hier noch so passt oder nicht. Naja, war jetzt ja noch alles ganz verkraftbar, auch halbwegs. Konnte da auf jeden Fall mal sehen, wie so ein toller Airbrush-Schlauch aussieht und der Rest. Deswegen, jetzt habe ich euch wieder weit zurückgenommen, weil ich gemerkt, so, dass es blöd ist, so in die Closer zu gehen, also so nah ranzugehen, wenn ich doch ständig hin und her springe, weil ich halt jetzt immer wieder mal ein bisschen oben arbeite, ein bisschen unten. Habe ich mir doch gedacht, ist vielleicht doch besser, wenn wir jetzt hier mal einfach hinten bleiben. Sieht man natürlich jetzt nicht so viele Details, die ich mache, aber das haben wir jetzt natürlich schon vorhin ganz viel gesehen. Also ihr wisst ja, wie ich die Struktur einarbeite. Jetzt können wir das Ganze mal noch ein bisschen von der Ferne betrachten. Und ihr seht, ich habe jetzt unterm Auge noch mal ein bisschen mit Schwarz gearbeitet. Ich habe an den Rändern noch ein bisschen mehr mit Schwarz gearbeitet. Ich habe alles noch ein bisschen runtergenommen, weil das Schwarz ist ja auch recht lasierend. Durch das Verdünnen und jetzt kann ich nochmal über dieses leichte Grau, werde ich jetzt eben nochmal mit dem verdünnten Weiß drüber gehen, um dann nochmal eine schöne Farbebene reinzubringen und damit mache ich jetzt die Struktur nochmal deutlich sichtbarer und deutlich besser und dann kann ich nach dem Step eben wieder mit dem Stift dann am Ende das Ganze nochmal schön highlighten, aber ich glaube hier highlighten wir gar nicht so viel, weil die Struktur ja relativ großflächig sein soll und auch bleiben soll. Und wenn ich natürlich jetzt hier mit einem feinen Stift reingehe, dann ist es natürlich nicht so geil, weil das dann komisch aussieht. Deswegen machen wir da am Riss ein bisschen nachher noch feine Arbeit, aber den Rest belassen wir so. Und ihr seht jetzt rechts auch, das arbeite ich nachher, glaube ich, noch ein bisschen besser raus. Aber rechts ist es dann eben so fast schon, sieht schon fast so flüssig aus. Oder halt so beulig irgendwie, aber das kommt noch. Jetzt machen wir eben die ganzen schönen, bringen wir jetzt eben nochmal die richtige Struktur hin. Das erste Vorlegen vom Weiß ist eben meistens nur so ein
einmal vorlegen, einmal schauen, wo sind die Schatten, wo ist erstmal so die erste Schicht und so die erste Richtung. Dann kommen ja meistens bei mir immer die Schatten und nach denen kommt dann nochmal das Highlight-Weiß jetzt. In dem Fall hier eben nochmal schön das Feintuning, die Struktur, das Prägnante und in dem Fall hier noch, damit das eben noch ein bisschen Tacken geiler aussieht, kommt eben dann noch zum dem Schluss noch ein bisschen der Stift zum Einsatz, aber so kann man sagen, hat man 3 bis 4 Steps, die ich immer anwende, eigentlich fast bei jedem Bild. Natürlich hier jetzt extrem durch die extreme realistische Art, aber meistens gehe ich in der Regel fast immer so vor. Bei vielen Bildern, wie jetzt bei der Seifenblase zum Beispiel, da mache ich es natürlich nicht, weil ich eben da einmal weiß vorlegt, dann einmal schwarz und dann hat das, glaube ich, schon ganz gut gepasst und dann muss ich da jetzt nicht nochmal 5-mal drüber gehen oder so. Da muss man natürlich auch schauen, dass alles passt. Und da unten ist eben dieses komische Loch und diese extreme dunkle eben, das, was ich, glaube, im zweiten Teil schon angesprochen habe, was ich so ein bisschen komisch fand von der Optik, aber ich habe es jetzt da einfach übernommen, weil ich irgendwie mir gedacht habe, ja, das jetzt einfach nur glatt überzumalen nach eigenem Ermessen, dann sieht es vielleicht noch komischer aus, deswegen habe ich es einfach beibehalten. Aber ich weiß nicht genau, was das sein soll. Sieht halt irgendwie aus wie so eine Riesenöffnung. So ein Schlitz. Ach, ihr werdet... Naja, den Gedanken spreche ich jetzt mal lieber nicht mehr aus. Geil. Auf jeden Fall habe ich das so gelassen. Und das passt, glaube ich, ganz gut. Und jetzt haben wir eben hier schon. Irgendwie wird das Ganze immer runder und runder. Und wenn man dann am Ende das ganze Gesamtbild sich dann eben anschaut, dann ist es halt einfach so geil. Mich freut es halt sowas immer mega. Klar, ich feiere mich jetzt hier gerade mega, aber es ist auch mega geworden. Also das war auch mein erstes Projekt, wo ich mal so richtig realistisch und richtig viele Texturen eingearbeitet habe und auch viel gemacht habe. Was wirklich so, so habe ich das ehrlich gesagt auch noch nie gemacht. So extrem und das ist mir einfach ja, gut gelungen. Da kann ich mich auch mal selber loben. Und besser auch wie erwartet. Also ich habe das Referenzbild gesehen und habe mir gedacht, ob ich das so überhaupt annähernd hinbekomme. Also ich bin ja auch immer, ich lerne auch noch einiges und auch noch genug. Man lernt im Leben nie aus. Und doch, das ist doch deutlich besser geworden, als ich dachte. Und da bin ich auch ganz stolz drauf und bin auch stolz drauf, es euch zeigen zu können. Mir ist natürlich auch klar, dass es natürlich jetzt kein Tutorial ist für jedermann, aber ich denke trotzdem, dass man da einfach viel sehen kann, viel verstehen kann. Ihr könnt mir jetzt schön zuhören mit meiner sexy Stimme. Mit so einem Scheiß müsst ihr leider leben. Ich habe halt leider habe ich einen voll an der Waffel. Ich halte mich ja noch teilweise ein bisschen zurück. Warum, weiß ich nicht, aber ich lasse den Wahnsinn jetzt mehr und mehr durchkommen. Und ja, aber es ist, glaube ich, trotzdem nicht schlecht. Ich hätte mich, glaube ich, über solche Sachen wirklich gefreut, hätte es das zu meiner Zeit gegeben. Also so ein Ansatz. Natürlich, ich habe mir natürlich auch viele YouTube-Videos angeguckt, da bin ich auch ehrlich. Ich habe mir auch viele andere angeguckt, bevor ich überhaupt den Kanal hatte, einfach nur mal zu checken. Und gerade diesen Reaper, der ist ja mittlerweile schon Urgestein bei YouTube. Der wird, glaube ich, jedem, der sich fürs Thema Airbrushen interessiert, angezeigt. Das ist einmal dieser Skull Reaper mit dem blauen mit dem Mantel und dem blauen Feuer. Und da habe ich den damals angeguckt und so, der ist ja voll easy, das kriege ich auch hin. Und dann habe ich, das hat es mir als zweites vorgeschlagen, war, glaube ich, Flames auf einem schwarzen Toilettendeckel mit so einem chinesischen Zeichen. Und gedacht, Flames ist ja mega pimmelleicht, das kriege ich sicher auch gut hin. Und dann kam so das böse Erwachen mit dem Schlag ins Gesicht, so, wo ich gemerkt habe, so, das nenne ich mal Selbstüberschätzung. Dann war das nicht mehr so geil. Und ja. Ah, der Reaper ist cool, aber ich glaube, der benutzt auch Lösemittelfarben, so wie das aussieht von den Farben her, glaube ich.
Den Skyler habe ich erst vor kurzem mal wieder, hat mir den YouTube-Einführer vorgeschlagen. Ich glaube, er hat, glaube ich, mittlerweile so 24 Millionen Aufrufe oder so, wenn ich jetzt nicht wieder gefährliches Halbwissen an den Start lege. Aber es waren auf jeden Fall extrem viele, wo ich mir dachte, so, what the fuck? Aber es ist einfach nur, weil es einfach so im Algorithmus rumpimmelt und dann einfach immer, wie gesagt, eben dann so vorgeschlagen wird, genauso wie dieser Klodeckel da. Das ist einfach der Wahnsinn. Wobei auch der Klodeckel gut gemacht war. Der war eigentlich auch nicht schlecht gemacht. Ich bin eigentlich bei Flames, ich finde die Technik, die ich euch auch gezeigt habe, nicht schlecht, aber irgendwie finde ich das ein Feuer noch nicht realistisch genug. Ich bin echt mal am Überlegen, ob ich mal ein Feuer machen soll, einfach komplett Freihand. Ich glaube, das würde wahrscheinlich noch besser aussehen. Würde mir wahrscheinlich sogar noch mehr liegen, aber ich bin mir noch unschlüssig, ob ich es machen soll. Vielleicht probiere es mal aus. Vielleicht geht es auch in die Hose, dann zeige ich es trotzdem. Warum eigentlich nicht? Ja, aber da werden so skurrile Sachen mir angezeigt. Das ist immer ganz witzig. Und den Reaper habe ich tatsächlich auch mal probiert, aber der war so grottenschlecht. Da waren die ihr mir geschickt habt, schon um Ionen von Längen schon viel, viel besser. Aber ich finde es witzig, wenn ich dann sehe, ach, da ist ja mal wieder der Reaper. Ich glaube, die Biene hat den gemacht und auch der Nils hat den, glaube ich, auch gemacht. Der Chaos Nips. Nips, Snips, Snips. Snips ist übrigens der Charakter von Spirit. Ja, ich gucke mir jetzt solche geilen Sachen an wie bei Spirit. Auf Disney Plus kommt, oder auf Netflix, ich weiß gar nicht, aber meine Tochter, die steht ja da mega drauf mit ihren drei. Papi, ich will Spirit gucken. Und da gibt es auch einen Snips. Snips? Der Dorftrottel. Mein Gott, ich muss mir so viel Käse, den ich mir zwangsläufig da mit reinziehe. Das ist einfach der Wahnsinn. Naja, aber es sind schon ein paar coole Sachen dabei, wie Dino Trucks, ja. Eine Zeit lang war Paw Patrol angesagt, Gott sei Dank nicht mehr, das fand ich furchtbar. Aber Dino Trucks ist nicht schlecht. Aber ich habe jetzt was Geiles gesehen, bei Netflix kommt jetzt bald He-Man, eine neue Verfilmung oder eine neue Serie. Bin ich mal gespannt, wie das wird, ob das voll in Grütze wird oder ansehnlich. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, freue mich schon drauf. Ach ja, herrlich. Haben wir da ein bisschen so rumlabern. Das macht auch Spaß. Und jetzt haben wir eigentlich schon die rechte Seite, glaube ich, ganz gut fertig. Wir haben natürlich, was ich natürlich jetzt noch weggelassen habe, ist das Augeninnere. Das ist natürlich dann auch nochmal. Und der Augapfel innen, der ist, wie ihr seht, da drinnen. Das sind jetzt keine Risse, sondern ihr werdet es im Referenzbild, wenn ihr euch das sowieso schon runtergeladen habt, das werde ich noch, packe ich ja in jedes Video mit rein. Das ist auch nochmal ein richtiges Loch. Da fehlt auch nochmal richtig viel. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Das passiert dann alles im letzten Teil und dann sind wir da nämlich auch schon fertig mit dem Ganzen. War jetzt mal ein bisschen länger, das Ganze, aber ich finde es gar nicht übel, gar nicht schlecht. Aber wie gesagt, ich hätte mich damals gefreut, sowas anschauen zu können. Vor allem dann in meiner Sprache. Wie gesagt, die ganzen englischsprachigen Sachen, die waren okay. Aber die haben mich auch oft mit einem Fragezeichen zurückgelassen. Da ging es teilweise um ganz rudimentäre Fragen. Was hat der für Farben und warum macht er das? Warum verdünnt er das und warum macht er das nicht? Und wie und was und wo? Das war natürlich dann für mich mega schwierig, vor allem, weil ich des Englischen nicht gut mächtig bin. Und dann war das noch viel schwieriger für mich zu verstehen. Ich meine, viele, die können sich das natürlich angucken, wenn ihr das natürlich noch besser drauf habt oder das fließend sprechen könnt oder für wenigstens verstehen könnt, ist das wenigstens dann auch noch besser, aber in so einem Fall ist natürlich dann Käse für mich gewesen. Und da bin ich schon froh, dass ich euch das anbieten kann. Wenn ich weiß, dass ich kriege immer wieder mal ein paar Mails von manchen Leuten, die sich auch einfach nur bedanken, was ich so cool finde. Und das macht mir auch mal richtig Freude, wenn ich sehe, ach, da freut sich mal wieder jemand, dass er mal eigentlich einen Deutschen hat, der einfach in der deutschen Sprache die Sachen mal einfach zeigt und macht und man es einfach versteht. Finde ich ganz cool. Und ich hoffe, ihr findet das auch cool. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da und so. Ihr kennt den Käse. Macht das ganz gerne. Das bringt mich ja natürlich als Kanal weiter. Und ist natürlich auch schön, wenn ja da irgendwann mal ein bisschen was bei rumkommt. Da bin ich auch ganz ehrlich. Ich will jetzt nicht hauptsächlich damit mein Geld verdienen. Absolut nicht. Dafür ist der Esel viel zu klein und ich viel zu unwissend, aber so ein bisschen mal was bei rumkommt, wäre natürlich schon geil, ganz geil. Deswegen
Mach das ruhig gerne. Das hilft mir weiter und dann habe ich da auch meinen Spaß dran. Und sowieso, ich freue mich über jeden Kommentar, sogar über die schlechten. Das ist wie beim Kind. Egal welche Aufmerksamkeit. Selbst wenn sie schlecht ist, Hauptsache Aufmerksamkeit. So ungefähr. Oh Mann. Wenn ich es dann angezeigt bekomme, das ist ja das nächste bei YouTube. Ja, wenn ich es angezeigt bekomme. Und ich wieder hier irgendwelche Kommentare von vor 2 Monaten sehe. Ach, herrlich. Ja, manchmal denke ich mir echt so, dass YouTube richtig broken ist und richtig kaputt. Vor allem der Algorithmus, glaube ich. Aber der Algorithmus generell, das war, glaube ich, mal vor einem Jahr oder zwei, da gab es ja so einen Mega-Aufschrei, das habe ich gar nicht so mitbekommen, erst durch meine Frau eben, weil die da eben andere YouTuber mal anguckt und so. Wo dann eben YouTube diesen ganzen Algorithmus irgendwie umgestellt hat und dann die armen Streamer mit ihren Millionen Followers dann natürlich nicht mehr ihre 50.000 Euro Umsatz im Monat machen, sondern nur noch 45.000 Euro und dann groß geweint haben, dass sie ja jetzt viel weniger verdienen, weil es der Algorithmus jetzt die Videos nicht mehr so zeigt wie vorher und so. Wo ich mir dann denke, so, what the fuck, Alter, was für eine Welt leben wir eigentlich? Aber, und dann habe ich noch auf meine 200 Abonnenten geguckt und gedacht, so, scheißegal. Scheiß auf den Algorithmus. Nein, aber der war für kleine Streamer wie mich natürlich noch viel schlimmer. Das haben dann ganz viele gesagt. Die kleinen Kanäle haben so mit 1000 bis, ich glaube, 10.000 Usern oder so. Und die haben dann alle gesagt, boah, hey, jetzt geht gar nichts mehr und da kommt überhaupt nichts mehr um die Ecke. Und das habe tatsächlich damals auch ich gemerkt, weil das dann so extrem runterging mit den Neuzugängen eine Zeit lang, dass ich mir echt irgendwann gedacht habe, so okay, wenn das jetzt so bleibt, dann höre ich auf mit dem Kanal, weil dann ist mir die Arbeit zu viel dafür, dass ich nachher 100 Leute habe oder so, gefühlt. Aber das war natürlich nicht so. Ich habe da einen relativ langen Atem und ein langes Durchhaltevermögen. Ich glaube, das ist auch ganz essentiell wichtig für so ein YouTube-Gedöns. Aber wie gesagt, ich mache es ja nicht primär fürs Geld. Deswegen ist es bei mir auch alles noch ganz vertretbar. Und dann habe ich da einfach mal ganz weitergemacht, so mit meinem Ding. Und dann ging das irgendwann auch wieder weiter und dann hat das auch gepasst. Und dann war das ja auch gar nicht mehr so schlimm. Was natürlich schon, aber ich finde es schon cool mittlerweile, wie ich es komplett gemacht habe. Und wenn ich mir manchmal so Videos von Anfang an angucke, gerade das Farbenvideo, ich habe es mir natürlich angeguckt, um zu gucken, was für Inhalte ich da nochmal so abklären soll. Dann denke ich mir so, Alter, oh, erstens, wie habe ich da ausgesehen, ja? Und zweitens, wie sah das Studio aus, also das Zimmer, ey. Aber da bin ich auch gerade, glaube ich, gerade am Umzug gewesen. Da war sowieso noch nichts fix, da habe ich ja noch 10-mal alles hier drin umgestellt. Aber das war ja so ein Chaos. Und da habe ich mir gedacht, so, what the fuck, wie sieht das denn aus? Wie sehe ich denn aus? Da fehlt das Licht, da ist kein Mic, da hat einfach alles gefehlt. Da war ich komplett, da hatte ich noch weniger Plan wie jetzt. Und wenn ich bedenke, wie viel ich da schon rein investiert habe eigentlich, finde ich das schon ganz cool, dass es mittlerweile so cool aussieht und so cool ist und auch die Leute erreicht und anspricht, die das dann auch, denen das auch gefällt. Und das hat mir natürlich schon viel Spaß gemacht, mich da auch weiterzuentwickeln. Aber auch das muss man alles lernen und so. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ich bin ja schon, ich werde dieses Jahr noch 33, ey. Furchtbar. Ja, auf jeden Fall finde ich das schon ganz cool, wie sich das alles so weiterentwickelt hat. Und macht mir auf jeden Fall mega Bock. Haben gerade erst wieder ein paar Lichtlein hier geholt und eben hier neuen Pop-Up-Schutz fürs Mikrofon, weil das andere Ding war einfach so riesig und bekloppt zum Rumhandeln und so. Und schaue ich schon immer, dass ich mich weiterentwickle und weiter verbessere, auch hier so. Und das sehe ich dann immer, wenn ich so ein Video gucke wie da und jetzt die angucke, das ist auf einem ganz anderen Level, auf einem ganz anderen Niveau. Vor allem mit dem geilen neuen Intro und meinem Cover und mit dem ganzen Logo. Das Logo bin ich ja, finde ich auch geil. Da habe ich komplett selber designt. Ich finde es einfach mega cool. Klar, man findet immer cool, was man selber macht, aber da bin ich auch wirklich stolz drauf. Ich hatte am Anfang keine Ahnung von Bildbearbeitung, keine Ahnung von Photoshop, keine Ahnung von nichts. Ich habe immer nur gezockt am Rechner und mehr konnte ich auch nicht. Und mir das Ganze auf die Haut zu schreiben und zu machen, war mega anstrengend und hat sich aber gelohnt. Und jetzt habe ich ein komplettes Logo-Design mit Photoshop und allem und ich finde es mega cool.
Da kommt auf jeden Fall auch noch was Geiles auf euch zu, aber das teaser ich jetzt noch nicht an. Ich muss ja hier noch ein bisschen, ich darf ja nicht hier den ganzen Magazin verballern hier. Auf jeden Fall machen wir jetzt hier dieses Nasenstückchen unten. Ich weiß immer noch nicht, wie es heißt, habe mich immer noch nicht informiert. Aber deshalb machen wir jetzt hier noch ein kleines Stückchen. Und da sind wir jetzt aber hier auch gleich schon fertig. Und meine Fresse, habe ich heute viel gelabert. Also heute hatte ich Laberbedarf, glaube ich. Wahrscheinlich liegt es an Corona, weil ich die ganze Zeit nicht labern kann mit den Leuten sonst wie draußen immer und so. Aber ich bin ja echt so der Labertasche. Schlimmer wie meine Frau. Wenn ich einkaufen gehe, dann Gnade Gott, wenn die Leute mir weglaufen. So schlimm ist Gott sei Dank nicht. Aber das macht dann noch so ein Alkohol dazu, so also ein Bierchen und dann wird das schon ganz nice immer. Pro Bierchen, da werde ich mir jetzt gleich eins einverleiben. Das werde ich jetzt gleich noch machen, weil jetzt sind wir hier gleich fertig und dann fetze ich mich auf die Couch und dann schaue ich mir noch irgendwas Geiles an. Schauen wir mal. Loki, genau. Loki, heute ist Mittwoch. Heute ist Loki-Abend, da wird der Beamer ausgepackt und dann gibt es wieder hier Variante. Das ist eine geile Serie. Gefällt mir, die Serien von Marvel gefallen mir gerade richtig gut. Die WandaVision hat mir mega gut gefallen und Loki gefällt mir auch richtig, richtig cool mit dem ganzen Variantengedöns und so. Macht mir richtig Spaß. Ich finde es nur schade, dass es so wenig Teile hat. Sind wir jetzt hier, glaube ich, schon bei Teil 5 oder sonst hat er nur 6. Also richtig schade. Oder Teil 4 bin ich gerade. Ich weiß schon gar nicht mehr. Naja. Auf jeden Fall vielen Dank wieder an euch. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Dranbleiben. Ich hoffe, ich habe euch informativ und auch ein bisschen spaßig unterhalten. Ich gucke ja, dass ich das jetzt schon ein bisschen mixe. Bei so langen Videos kann ich das ja schon mal ganz gern machen. Und ich hoffe, ihr habt nicht nach einer Minute abgeschaltet, aber dann hört ihr das hier eh nicht mehr, ihr Schweine, die gleich gleich wieder hier rausgegangen sind. Und an all die anderen, die hier schön dran geblieben sind und mit mir eben diesen schönen Tag verbracht haben, euch danke ich nochmal von ganzem Herzen. Jetzt wird es schnulzig hier. Nein, aber vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Das ist alles ganz cool. Seid fleißige Bienchen. Ich bin's auch. Und dann sehen wir uns bei Teil Nummer 4. Und dann machen wir diesen geilen Skull fertig. Und da freue ich mich dann schon drauf aufs Finale. Und dann würde ich sagen, euch wie immer einen schönen Tag und viel Spaß und viel Erfolg beim Airbrushen. Und ich bin jetzt raus und hab Feierabend. Also reingehauen.